Wir sind heute beim Sektionsleiter der Sektion Fußball Union Rheinbach, Herrn Johannes Stadler, zu Gast. Sehr geehrter Herr Stadler, bitte geben Sie uns einen kurzen Überblick über die Union Rheinbach und den Fußballverein. Erste Frage: Wie kommt es, dass Sie hier heute als Sektionsleiter sitzen? Ja, eigentlich durch Zufall. Es war vor circa 3 Jahren der Herr Erwin Bayer Sektionsleiter, der leider aus familiären Gründen aufhören hat müssen. Und dadurch bin ich eigentlich durch Zufall zum Sektionsleiter gestoßen und bin seit 3 Jahren im Sektionsleiter. Wie viele Mitglieder umfasst die Sektion Fußball zurzeit? Also 550 Mitglieder hat die Union Rheinbach und 402 davon sind zahlende Mitglieder. Seit wann existiert denn die Union Rheinbach und was waren die wichtigsten Ereignisse bis heute? Gegründet wurde die Union Rheinbach am 18. November 1966. Die wichtigsten Ereignisse sind eigentlich in der Sektion Fußball die gewesen, dass 92, also 1992 von der letzten Klasse, von der zweiten Klasse, nur dass der Aufstieg gelungen ist in die erste Klasse. 7 Jahre später dann der nächste Aufstieg in die Bezirksliga. Und leider haben wir halt vor 3 Jahren sind wir abgestiegen aus der Bezirksliga und spielen jetzt in der ersten Klasse Nordost. Wichtiges Ereignis ist sicher, dass wir einen Hauptsponsor gefunden haben, die Firma Gaulhofer. Darum heißen wir jetzt Union Gaulhofer Rheinbach. Und negatives Highlight war sicher der Brand oder die Brandursache vor kurzem, genau. Wie viele Nachwuchsmannschaften stellt denn die Union Rheinbach zurzeit? Zurzeit 6 Nachwuchsmannschaften, da sind wir sehr stolz drauf, weil es sehr wenige im Bezirk Freistadt gibt, die was so viele Nachwuchsmannschaften stellen wie mir. Zum Schluss bitten wir Sie noch um ein paar Worte zur Philosophie Rheinbachs. Philosophie Rheinbach, ja. Also in erster Linie wird einmal auf Quantität und nicht auf Qualität geschaut. Das heißt, uns ist viel wichtiger, dass die Kinder heutzutage einem Verein angehörig sind, weil sonst wortwörtlich auf viel Dummheiten kommen. Und wir einfach der Meinung sind, dass wenn sie einem Verein angehören, das einfach besser ist. Zweites ist sicher, dass wir auch die Philosophie so leben, dass die Kameradschaft sehr hoch gesteckt ist und dadurch man einfach eine Vereinszugehörigkeit hat. Dankeschön für dieses Interview, Herr Stadler. Bitte gerne.